Hello. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scrap Mechanic. Ja, ich und der MSMS, wir haben mal wieder was gebaut. Und zwar heute ein Porsche. Obwohl, je nachdem, Porsche, naja, geht's so drum. Sollte jetzt nicht unbedingt aussehen wie ein Porsche, aber wir fanden es doch schon ein bisschen ähnelnd. Also, recht ähnlich. Und, ja. Wie man sieht, die Technik ist ein bisschen viel, ja. Am Anfang haben wir uns so gedacht, ja, komm, wird wohl nicht so viel Technik reinkommen. Und dann, ja, wie man sieht, ein bisschen Technik ist drin. Hier den Schalter, die Tür. Beifahrer gibt es leider nicht. Kein Platz dafür. Zu viel Technik. So. Soll eine Art Flügeltür sein. Hier ist dann der Sitz. Hier der Spiegel, der sorgt dafür, wenn man da drin sitzt. Also wenn man auch nur drin sitzt, dann geht er an. Entschuldigung. Dann hört man den Motor im Leerlauf. Ich weiß jetzt nicht, also im Stand, ob man den gut in der Aufnahme hört. Ich hoffe, man hat ihn gehört. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal eben die Tasten durch. Und wenn man nachher fährt, also... Ja, wenn man auch fährt, dann dreht der Motor höher. Also dann ist er nicht mehr sondern nein. Ja, 1 und die 2 kommen wir nachher zu, die Tastenbelegung. 3 ist dann die Tür. 4 ist das untere Licht. 5 ist das obere Licht. So. 6 ist der Blinker links. 7 ist Warnblinker. 8 ist Blinker rechts. 9 ist die Hupe und mehr gibt's nicht. So, dann die 1 und die 2. Könnt ihr jetzt mal im kurzen Augenblick gucken, was das denn hier sein soll. Das ist die Ganganzeige, in welchem Gang man drin ist. Also, dies ist ein Auto mit Gangschaltung. Ja, ihr habt richtig gehört, Gangschaltung. Und zwar sind die 1 und die 2 dafür da, um den Gang hochzuschalten. Ihr müsst die, also wenn ihr jetzt hochschalten wollt, ist ja die Taste 1, müsst ihr ein bisschen länger immer gedrückt lassen, bis der Gang wirklich drin ist. Ungefähr so 2 Sekunden. Ich drücke jetzt mal einmal die 1, so lange drücken, bis da steht, der erste Gang ist drin. Und dann bleibt der erste Gang drin. Ihr müsst nicht mit W Gas geben. Nein, müsst ihr nicht. Und mit der Taste 2 könnt ihr dann wieder runterschalten. Der bleibt in den Gang, wie der ist, wenn ihr im Rückwärtsgang seid. So, ihr seid jetzt im Rückwärtsgang. Nicht weiter die Taste 2 drücken, weil sonst dreht sich das auf und dann müsst ihr so lange wieder hochdrehen, bis ihr das, was er aufgedreht hat, müsst ihr halt dann wieder runterdrehen. So, wenn man dann im Rückwärtsgang schaltet, sieht man hier hinten, die Lichter gehen an, also die Rückfahrlichter. Aber wir wollen das Ding ja jetzt erstmal sehen. So, mal eben kurz den Sound. Wenn man dann im Gang schaltet und dann fährt, dann hört man, der Motor dreht höher. Das ist jetzt noch sehr langsam. Wir schalten mal im dritten Gang. Und da sieht man schon, es ist, ja, recht schnell. Der vierte Gang ist halt noch schneller. Und der fünfte Gang ist schon eher zum Driften. Also man kann das noch unter Kontrolle halten, aber wenn man möchte, kann man auch driften damit. So. Wie man jetzt gut gesehen hat. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst, jetzt bin ich gegen den Baum gefahren. So, schalten wir mal eben wieder runter. Das ist halt der Nachteil, man braucht ein bisschen, bis er runtergeschaltet hat. Aber es macht richtig Laune, damit zu fahren, weil man einfach selber Gang schalten muss. So, wir schalten mal wieder im fünften Gang. Obwohl, vierter geht auch.
Hier hat man jetzt gut gesehen, das Heck ist richtig rausgekommen. Also wenn man möchte, kann man wohl damit driften. Ne, der bricht jetzt auch nicht so aus. So, ja, das war schon Drift, eher gesagt. Wie man merkt, ich konzentriere mich gerade nicht richtig darauf, sondern eher aufs Reden. Deswegen fahre ich auch schon des Öfteren gegen Objekte. Da hinten gegen einen Baum, hier gegen den Stein. Aber ich hoffe, das macht nichts. So, dann schalten wir mal wieder im vierten Gang. Obwohl, dritter Gang ist eigentlich sehr chillig, aber wollen ja nochmal einmal richtig gut driften. Hier, jetzt sieht man es. Ah. Auf jeden Fall, man kann damit driften. So, schalten wir mal wieder runter und halten an. So. Wie gesagt, Schalter 3, Tür 4, 5, das Licht. Dann der Blinker überall und die Hupe. Dann würde ich mich auch bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.